Ottokar's face was that of a madman. A man whose ego outgrew itself, and whose inner whispers became louder than his thoughts. But failure feeds on madness, and in the end, Vienna was ours. The news claimed that Rudolf forced Ottokar to accept him as the new ruler in Germany. However, despite his surrender, Ottokar never stopped plotting against Rudolf, taking Rudolf's attitude as a sign of weakness. He bought himself enough time to find new allies in Silesia, and waged war not only on Germany, but on Hungary too. The newly emancipated Austrian knighthood was deeply divided, with some supporting Ottokar and the other fighting under Rudolf's banner. In addition, Rudolf made a treaty with the Hungarian King Ladislaus IV, and when Ottokar laid siege to the town of Trosendorf, Rudolf's plan was to cut off his supplies and face the knights that rebelled against the king. Time for negotiation was over, and the renegade knights would have to pay for their betrayal in flesh and blood. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ancestors Legacy. Mein Name ist Dad, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt mit der vierten Mission, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es gerade nicht genau. Der deutsch-römischen Kampagne. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Letzte Mission war ja relativ easy. Die haben wir gut hingekriegt. Und jetzt, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Herr Kommandant, these are the enemy villages we talked about. So many resources. Gut, remember. We're just here to capture Ottokar's supplies and use them for our army. We won't build our base here. Let's do it differently this time. We will burn their settlements and rebuild them as ours. Let's capture this village first. We'll use it to regroup if we get into a battle. We should also find stables so we can have a place to rest. Jawohl, we will watch our back. Men! Oh man, dieses Deutsch-Englische, das ist so... Oh Mann, okay. Schauen wir mal, was sollen wir machen? Wir sollen dahin gehen. Die Stelle. Onward! Der ein bisschen schneller. Nur Fußtruppen. Ah. Na, mach mal. Ah, okay, wir sind mitten rein. Los, komm. Ah, diese Säcke. Mach die fertig. Ärgerlich, dass wir jetzt schon einen Schützen verloren haben. Los, komm. Okay, haben wir. Dann rücken wir mal an. Dann nehmen wir die Stelle ein. Hui. Hallo, was Kinder, macht ein bisschen flotter. Damit gehören uns die Stelle gleich uns. Okay, jetzt muss es erstmal. Darf nicht mehr brennen. Feuer!
Los, komm schon. Mann, 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 die geben aber nicht auf. So, es macht sie fertig. Brauchen wir Verstärkung. Good. Now we can focus on our main goal, stocking up as much food as possible. Capturing the villages will help us achieve this faster. Next, we should wait for our caravan. Once it arrives, we'll load it up and send it back. Sammelt 1000 Nahrung. Boah. Schmiede einnehmen. Okay. Stelle erstmal auf. Können gerade noch nichts bauen. So, Gebäude wird repariert. Türme werden gebaut, ist gut. Stables? Wunderbar. Now me and my horse can rest whenever we're here. Okay, die Kirche. Wo ist die Kirche? Ich weiß nicht, wo hier eine Kirche sein soll. Ach, da. Können wir nicht bauen. Ah, es fehlt Holz. Na los, Leute, holt uns das Zeugs ran. Hey, wir versuchen uns mal zum nächsten Dorf vorzupreschen. Und wenn wir hochkommen. Ah, hier hoch. Komm schon. Brauchen Einheiten. Okay, wir gehen mal weiter. Ja, versuchen wir mal das einzunehmen. Really? They are attacking us. Wo denn? Hütte? Oh.
Zieh dich mal zurück. Ich kann es mir gerade nicht erlauben, Einheiten zu verlieren. No. Na toll. Kann auch nichts bauen, es ist doch zum Mäusemelken. Komm schon. Guck mal, was hier los ist. Töten. Okay, holen wir uns die Kirche. Das hier nie. Kaserne. Oh, Kaserne ist gut. Kaserne ist super. Ja, ich hoffe mal, wenn der nicht mehr brennt, dass ich die wieder aufbauen kann. Nahrung haben wir, ist gut. Naja, nichts bauen, ne? Häuser fehlen uns. Auch nichts bauen. So, zum Mäusemelken, ganz ehrlich. Jetzt muss ich das da abwehren? Meine Priester. Sehr gut, wird repariert. Können wir uns ein paar Truppen bauen? Hoffe ich. Nein, wir können nur ausbilden, das ist doch scheiße. Anforderung Rathaus.
So, aufhalten. Vielleicht können wir das, wenn wir das Haus jetzt niederbrennen. Ist nur so eine Idee, dass wir es dann selber aufbauen können. Wäre ja praktisch. Weil dann können wir nämlich Einheiten produzieren. Theoretisch. Gucken wir mal, ob das geht. Okay, das haben wir. Jetzt machen wir den hier weg. Komm schon. Oh, 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 oh. Hey, Meinhard, du musst fliehen. Komm, ja, ich will weg hier. Weg, Junge! Alter! Sonst geht's ja aber push! Rückzug! Oh Mann, 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 los! Ja, super! Shitte. Ja, wir können es aufbauen. Lass uns das aufbauen. Ey, wieso kann ich? Base under attack, ja super. Ich kann keinen Base aufbauen oder was? Schneller! Das ist doch für ein Arsch. Scheiß Katapult hier.